und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir wieder das schnelle Sonntagsrezept und zwar ein ganz einfaches Nudelgericht mit einer superschnellen Käsesoße. So schnell habt ihr noch nie gekocht. Das Gericht ist dann fertig, wenn auch die Nudeln gar sind. Also ein 15-Minuten-Gericht ungefähr. Wie ich das zubereite, ja, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept braucht ihr nur ganz wenige Zutaten. Ihr benötigt ein Paket Nudeln, ein Paket Frischkäse nach Wahl, ein Paket Schmelzkäse nach Wahl und 250 ml Gemüsebrühe. Alle Zutaten mit Mengenangaben und das Rezept findet ihr wie immer auch in meiner Videobeschreibung. Als allererstes solltet ihr das Nudelwasser aufsetzen und schon mal zum Kochen bringen. Die 250 ml Gemüsebrühe geben wir dann in einen kleinen Topf und lassen sie ebenfalls aufkochen. Wenn die Gemüsebrühe kräftig kocht, dann geben wir unser Paket Schmelzkäse hinzu. Das Ganze wird dann richtig kräftig einmal durchgerührt, damit sich der Schmelzkäse auch gut in der Brühe auflösen kann. Jetzt geben wir den Frischkäse dazu. Ich habe hier Kräuterfrischkäse genommen, da ich finde, dass es sehr gut zu dem Gericht passt und dem Ganzen eine schöne frische Note gibt. Den Kräuterfrischkäse geben wir jetzt ebenfalls in unseren Topf und rühren es dann wieder kräftig durch. Danach solltet ihr die Herdschalte etwas niedriger stellen. Es sollte nur noch leicht köcheln. Und jetzt würzen wir unsere Käsesoße. Ich würze hier mit Paprika edelsüß, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Mit dem Salz müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, denn in der Gemüsebrühe und dem Käse ist ja auch schon reichlich Salz enthalten. Danach schmeckt ihr die Soße einmal ab und würzt bei Bedarf noch einmal nach. Um die Soße etwas anzudicken, rühre ich noch Speisestärke mit etwas Wasser an und gebe sie nach und nach in die kochende Soße dazu. Die Speisestärke gebt ihr so lange nach und nach dazu, bis die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Danach sollte die Soße noch für 2 bis 3 Minuten langsam vor sich hin köcheln. Wenn ihr keine Speisestärke im Haus haben solltet, könnt ihr die Soße natürlich auch ein bisschen einköcheln lassen oder mit Soßenbinder abbinden. Ja, und dann kann auch schon angerichtet werden. Zuerst die Nudeln und darüber geben wir dann diese leckere, cremige Käsesoße. Noch simpler, schneller und leckerer kann man nicht kochen. Das Gericht ist wirklich total einfach und schmeckt super gut. Solltet ihr unbedingt mal ausprobieren. Ja, ich hoffe, mein schnelles Sonntagsrezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!